Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Battlefield Hardline, heute zusammen mit mir, Sven und Markus. Servus Leute. Genau, ich zeige euch heute mal den Hacker-Modus. Ganz genau. Ich spiele Überfall. Auf der Map. Überfall. Genau, Markus, Sven, in welchem Squad rum da? Du bist Bravo Leader, du bist allein im Bravo. Ich bin alone, ja. Lass mal hier Team Setup. Geh mal zu Alpha. So, ich hack dann nämlich schon mal die ganzen Kameras und so, damit wir dann schon mal den Vorteil haben. Weil der Vorteil bei den Kameras ist, die spotten automatisch immer wieder die Gegner. Mhm. Dann kann ich hier noch so Scans setzen, die auch die Gegner automatisch spotten, sobald sie durchlaufen durch meinen Scan-Bereich. Wie jetzt zum Beispiel der hier gerade. Der steht jetzt hier im Scan-Bereich und ist darum sichtbar. Dann kann ich hier noch so Squad-Vorteile machen wie ein Delta-Upgrade. Alle Leute in Delta haben jetzt einen Vorteil. Du bist jetzt wo reingegangen? Alpha. So, dann hier auf Alpha machen wir einen schnelleren Beitritt. Dann hacken wir die Transformatoren. Die Transformatoren wirken wie eine Flashbang. Also zum Beispiel den hier gerade, den hat's voll geflasht, das hat man auch in dem Bild hier unten gesehen. Also für alle, denen es jetzt nicht aufgefallen ist, die können dann da unten mal auf das Bildchen achten und nochmal zurückspulen. Na, jetzt haben wir die hier unten verloren, das ist natürlich uncool. Hier einen Scan reinsetzen, hier ist ein Gegenscan setzen. Oh, bitte. Ich glaube, der hier schafft's. Ja, erste Päckchen ist raus. Dann hacke ich mir noch den anderen Transformator. Okay, wir müssen zu B. B ist natürlich scheiße. Ja. Bisschen. Genau, dann würde ich sagen, ich mache meinen Scan hier auf D und einen Anti-Scan hierhin, wo ihr gleich rauskommt. Alpha kriegt den Befehl, da drüben anzugreifen. Dann hacken wir schon mal die Kamera da oben, für den Fall, dass die doch irgendwann da hochkommen sollten. Und Squad down. Ja, ist gerade eigentlich nicht so praktisch, dass ihr alle gleichzeitig verreckt seid. Aber dafür können wir uns den Push nochmal von vorne vom Linksraum aus beginnen. Vom Vorraum. Und wenn wir Glück haben, müssen wir dann nämlich hoch zum anderen. Der ist meiner Meinung nach nämlich auch der einfachere. Achtung, schau mal, wie viele da reinkommen. Wow! Oh, Shotgun. Jetzt achtet mal hier unten drauf, falls da einer hinläuft, dann explodiert nämlich gleich da dieser Kasten hier. Der hier. Aber da läuft jetzt natürlich keiner hin, weil ich es zeigen will. Ich kann hier auch reingucken quasi in die Räume. Auf den Effekt halt wieder. Ja. Oh! So, dann scannen wir mal hier drüben. Bei B campen mehrere. Ja. Und dann 4, 5. Ja, 5 Stück. Alter! Alter, wer hat euch das abgefarmt? Ja. Ist er on dock? Ich hab gerade geholt, aber ich sterbe die ganze Zeit, wenn ich... Ich schätze den Kurier. Der macht sich jetzt auf dem Dach, glaube ich. Ja. Denke ich mal. What the fuck? Alter, Mann! Ich hab gesehen, bin tot. Ich sehe die Gegner nicht einmal. Alter, wie viele da hinten rumrennen. Das ist snipen, ich sag. Ach komm, alles, was ich gerade eben gemacht hat, hat gebracht, dass die Gegner kurzzeitig unseren Läufer hier nicht sehen konnten.
der gerade eben die Flucht aus Kraft aufs Dach ergriffen hat. Unterstützen ihn mal noch hier mit einem Sender, der die Umgebung um ihn rum aufdeckt. Da, hier wurde gerade geflasht. Seht ihr das? Diese Rauchwolke, der hier ist jetzt so gut wie blind. Jetzt seht ihr hier, der Transformator lädt sich wieder auf. Genau, zerstören. Genau. So, dann Anti-Block hier hin. So, jetzt haben die euch nicht mehr gespottet da oben. Aber. Was gibt's nicht, Alter? Dieser Tombo Bobo, ey. Ey. Das sieht wirklich mit tot, Alter. Zack, da haben wir wieder eine nette Explosion. Die sind alle blind. WTF! Alter. Wenn jetzt nicht gestorben wäre, der Pisser. Weiß ich auch nicht mehr. Was mit den Hackern so ist, ey. Aber warum stehen wir die ganze Zeit da oben? Ihr müsst auch mal runter pushen, ihr steht schon seit Minuten nur da auf der Stelle. Jetzt geht er runter. Jetzt ist er doch. Genau deswegen. Kein Headshot. Was? Jo, natürlich schon wieder bei Lando, Alter. Pisser, ey. Von da oben unten, ey. Ich hab so ein Pech diese Runde, ey. Wir einmal sehen, ich bin tot. Ja, der Hacker-Modus ist eigentlich so wie der Kommando-Modus bei BE4. Der wurde nur umgenannt und anders gestaltet. Und man hackt ja hier wirklich. Ja. Natürlich, Alter! Ey. Ich lauf. Die Granate kommt, ich bin tot. Brauch gar nicht mehr spawnen. Eins und Leute, ich würde sagen, so erfolgreich waren unsere Leute jetzt hier nicht. Ich habe 1780 Punkte im Hacker-Modus gemacht. Sehr viel besser geht eigentlich fast nicht. Ich habe die ganze Zeit die Gegner gespottet. Aber naja, unser Team war halt unterlegen. Passiert halt auch mal. Und damit Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge. Servus und ciao. Ciao.